Ja, und wieder bei Ni no Kuni 2. Beim letzten Mal haben wir das nächste Kapitel begonnen. Ich weiß gerade nicht mehr welches. 6? 7? Aber haben uns jetzt erstmal wieder an die Sidequests gesetzt. Und ich glaube, wir wollten erstmal noch die Städte weiter durchgehen. Um mal alle zumindest einzusammeln. Und dann können wir ja gucken, was wir dann alles so direkt mal lösen können. Von daher, schauen wir mal, was MacBaum so hat. Ja. Da sind schon mal 5, 7, 9, 10, 12. Yo. Das sind eine Menge. Fangen wir einfach ganz hinten einfach mal an. Ist auch schon die niedrigste Etage hier, ne? Genau, mit dem Widerstand auch. So, du da. Der Wonderboy, der MacBaum gerettet hat. Yo, was gibt's denn? So, du bist Jack, der beste Apokalyptiker dieses Landes. Okay. Spezialist für die Gewinnung von Abrakanit. Ja, wenn du mir sagst, was das auch ist. Ist eine very temperamentvolle Lady. Okay. So. Dein Memorek wurde gestohlen von Monstern. Okay, das heißt, ich muss einfach noch ein paar Monster kloppen, denke ich mal. Und dann kriege ich ihn dann. Okay. Man kann, haben wir jemanden, der sich mit Erzen gut auskennt. In der Winkelgrotte. Waren wir schon mal in der Winkelgrotte? Besiege den Himmelsspalter. Empfohlen ist Level 45. Wobei, ist Level 1 eigentlich gerade. Ne, das war der falsche Knopf. Never mind, wir sind schon auf Level 44. Was mir gerade noch auffällt, ich muss die Gruppe einmal kurz ändern. So. Und so. So. Okay. Dann du jetzt. Irvin, Petty Whiskers, Tibaton. Soll ich euch die Stadt zeigen? Petty Whisker Tom nur heißt er. Vielleicht hat er einen kurzen. Entschuldige, Susan Backdoor. Blieb, an mir ist nichts kurz. Susie Blackburn. Du sollst ein paar Schrauben locker. Keiner mag mich. Immer sagen alle Schrottkübel zu mir. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Da sind nur meine Bauteile etwas veraltet. Wenn ich ein Upgrade bekomme, werden alle nett zu mir sein. Wenn du mir ein Upgrade hilfst, verzeihe ich dir auch, dass du Schrottkübel zu mir gesagt hast. Wow. Ganz schön dreist für den Roboter. Der LOL 9000 plus. Das ist ja dann over 9000, wenn er den hat. Der Megapatriot in der Fabrik. Okay. Den muss ich dann wahrscheinlich besiegen. Ja. Ja, wenn wir uns einfach einen borgen. Das ist wahrscheinlich das Schnellste. Jawohl, wartet ihr Trantüten? Krieg ich den dann auch? Tatsache. Ja gut, fürs Technische Institut dann, ne? Okay. Achso, weil ich an der Tür zu nah dran vorbeigegangen bin. Hey, ist jemand da? Hi. Was ist los? Hilf mir raus. Wer bist du? Was passiert da drin? Ich bin Owen, bin Wachmann von Sicherung dieser Einrichtung. Auf meiner Patrouille kam es plötzlich zu einer Systemabschaltung. Die Zimmertür ließen sich nicht mehr öffnen und ich war hier gefangen. Ich habe alles versucht, um selbst hier rauszukommen, aber... Wow. Sinnlos, die Tür besteht aus einer speziellen Metallverbindung. Mit roher Gewalt macht man da keinen Kratzer rein. Das stimmt, ich schreibe hier schon die Seele aus dem Leib, aber niemand hört mich. Ich weiß weder aus noch ein. Keine schöne Situation. Überlass es mal uns, wir helfen dir so schnell wie möglich. Vielen Dank. Wenn die Systemabschaltung die Ursache ist, dann sollte sich die Tür mit einem System Neustart auch wieder öffnen lassen. Richtig, geht ins Forschungslabor hinten in der Fabrik. Mit dem Computer dort müsste das System Neustart durchzuführen sein. Auf dem Weg zum Labor wird das aber von Sicherheitsrobotern wimmeln. Da kommt man nicht so einfach hin. Verstehe, wir müssen also aufpassen, dass wir nicht von Robotern entdeckt werden. Mir ist jede Methode recht. Hauptsache, ihr holt mich hier raus. Ich werde euch auf ewig verbunden sein. So, wir gehen zum Forschungslabor. Ich werde für Sicherheit sorgen. In dem Zimmer. Oh, ist wieder einer, den wir auch bekommen können für unsere Armee. Wobei die Schildeinheiten finde ich jetzt nicht so super. So, dann du. Fehler, Fehler, Zielgebiet unbekannt. So, was ist denn bei dir passiert? Route falsch berechnet. Solange mein Navi mir nie sagte, dass er die Route falsch berechnet hat. So. Auslieferung unwahrscheinlich. Mhm.
Können wir auch gerne ausliefern. Ins Abrakalyse-Labor. So, wem soll's? Steve, dem Abrakalytiker. Okay. Danke für die Hilfe. Ist wahrscheinlich einer ohne. Doch, mit Rekrutierung. Ah, dann bekommen wir Steve und Jet. Lanze? Okay. So, war da hinten jetzt noch einer? Ja, ne? Ja. Schauen wir mal, wer hier noch so wartet. Du dann, oder? Der Gärtner. Ja, du siehst aus wie ein Gärtner. So, den ganzen Weg umsonst gekommen. Bin ein Gärtner aus Katzbuckel und wollte mir hier in Mechbau neue Arbeit suchen. Hier dreht sich alles nur um Maschinen, davon hast du keine Ahnung. Ich wusste natürlich, dass Mechbau im Land der Maschinen ist. Ein Ingenieur oder Mechaniker würde sich viel leichter tun als ein Gärtner. Ich bin davon überzeugt, dass meine Fähigkeiten dieses Land zu nutzen sein könnten. Man sieht hier um die Bäume am Straßenrand zum Beispiel. Boah. Hier und da sind schon ein paar schöne Bäumchen. Die sind völlig überdüngt. Man kann einer Pflanze auch zu viele Nährstoffe geben, weißt du? Es geht ja sich das auf den ersten Blick, dass es diesen Bäumen nicht gut geht. Mechbau kennt noch niemand wirklich mit Pflanzen aus. Deshalb bin ich mir sicher, dass es hier einen Platz für mich gäbe. Leute wissen nur noch nicht. Wissen es noch nicht. Wenn ich es ihnen nur demonstrieren könnte. Falls du jemanden triffst, der Probleme mit seinen Pflanzen hat, würdest du mir Bescheid geben? Okay. Aber den können wir nicht rekrutieren. Na gut. Ich habe ein Stück Käse gefunden. Das ist schön. Okay, dann auf in die oberen Stockwerke. Wir haben jetzt zumindest schon mal 5 von, was sind denn, 12 Missionen gefunden. Ich sehe schon, der ganze Part geht einfach nur darum, hier rumzulaufen und die Mission anzunehmen. Und die nächsten 5 Parts gehen darum, dann die ganze Mission mal zu machen. So. Hallo, Evan. Ich weiß, ich habe schon viel von dir gehört. Ich bin Nicole, ich bin in Umweltforschung tätig. In meiner Forschung habe ich eine Art Feenwesen entdeckt, das ich gerne erforschen möchte. Knuffis? Scheint eine Art Naturgeist zu sein und ich habe mich gefragt, ob es mir helfen könnte, die zerstörte Natur Mekandrien? Das Land hier? Mekandrien? Wiederherzustellen. Um das herauszufinden, muss ich dringend mehr darüber erfahren. Ich habe gehört, dass es in einem Königreich viele von diesen Wesen geben soll. Dürfte ich vielleicht dorthin, um meine Forschung zu vertiefen? Das eine, die wir dann wahrscheinlich über den Typen da, den Buchwalter bekommen haben. Oh, was haben wir jetzt wieder? Ach da, nach Minneapolis zu gehen war die beste Idee meines Lebens. Hier gibt es jede Menge Naturgeister und sie sind nur nicht einmal scheu. Ich fühle mich jeden Tag wie ein Kind auf Entdeckungsreise. Es gibt hier so viel Neues für mich. Aber ja, wird wenigstens nochmal noch einen für die Gnuffi-Küche. Hier rein. Du? Muss ausgerechnet auch ein Gnuffi sein. Hätte es ein Hase oder Hamster nicht auch getan? Entschuldigung, hast du es nicht gehört? Du suchst einen Gnuffi? Wozu denn? Ah, hallo Kleiner, ich suche einen Gnuffi für meine kleine Schwester. Deine kleine Schwester? Meine Schwester war schon mal sehr kränklich, aber zurzeit geht es ihr besonders schlecht. So schlecht scheint sie da rechts gar nicht zu gehen. Sie hat nicht mal das Haus verlassen, aber daher ist sie sehr niedergeschlagen. Ich versuche wirklich alles, um sie ein bisschen aufzumuntern. Neulich habe ich ihr ein Bilderbuch gekauft, in dem es um Gnuffis geht. Jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, dass sie unbedingt einen Gnuffi treffen will. Aber ich kann keine Gnuffis sehen. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich viel gibt. Ach, wenn es weiter nichts ist. Ich kann mit ein paar Gnuffis bei euch vorbeikommen. Wirklich? Kannst du Gnuffis sehen? Was für ein Glück. Du bist meine Rettung. In dem Buch geht es um einen Gnuffi, der sich mit einer Meerjungfrau anfreundet. Und ausgerechnet den will meine Schwester treffen. Okay. Habe ich den? Nein. Ich würde ja mal, stark behaupten, dass ich den wahrscheinlich irgendwo im Quastenfloss herumbekomme. Okay. Dann eins höher. Ich glaube, da waren auch noch ein paar Quests. Huch. Achso, ja. Moment. Tagebuch. Ah, okay. Schade, ich dachte, ich könnte die Hauptmission auch einfach wegnehmen. Ja, da vorne sind 2. Und dann, dass mir das sicherlich angezeigt wird, aber leider nicht. Du. Hey. Vom Zustelldienst. Ich bin der Abteilung Import-Export. Paul ist mein Name. Was? Nein, ich bin nicht vom Zustelldienst. Ach, mein Fehler. Mensch, vielleicht soll es noch dauern. Worauf wartest du denn? Von einer verspäteten Lieferung von Importgütern. Bisher war das noch nicht. Vielleicht ist irgendwas passiert. Können wir nachsehen. Die
kommt übers Meer aus Goldorado via Hafena. Aha. Okay, dann irgendwo entlang der Route sollte die Logistikroboter finden. Okay, das heißt, irgendwo zwischen Goldorado und Hafena und hier ist anscheinend wohl irgendwas passiert. So kann man auch richtig secret-mäßig miteinander reden. Deine Sorglosigkeit möchte ich haben. Na egal, so kann die Arbeit. Achso, ich habe mit der da geredet. So, für erfolgreiche Geschäftsleute ist Kochen nur vergeudete Zeit. Eine effektivere Nahrungszufuhr in kürzester Verzehrszeit ist völlig ausreichend. Findest du? Ich mag lieber die verschiedenen Geschmäcker genießen. Dem stimme ich zu. Obwohl ich eine Maschine bin, weiß ich, dass Essen nicht nur zur Nahrungsversorgung dient. Was für ein frecher Roboter. Ganz schön herablassend für eine einfache Maschine, die keine Ahnung von Geschmäckern hat. Ich wurde mit sensiblen Wahrnehmungssensoren gebaut. Bin viel präziser als die anderer Lebewesen. Zumindest bin ich Ihnen mit der Wichtigkeit von Essen vertraut, was ich in Anbetracht Ihres Desinteresse abspreche. Was sagst du da? Beruhigt euch erstmal wieder. Wenn du dem Essen so sehr zugeneigt bist wie ich, helf mir bitte, diese Frau eines Besseren zu belehren. Wenn sie mein leckeres Essen probiert, wird auch diese Ignorantin die sichere Meinung ändern. Ganz schön starker Output. Dann gerne, probier's doch. Aber wenn du es wagst, mir irgendetwas Komisches aufzutischen, kannst du was erleben. Der Gourmet-Robo. Natürlich, wenn ich das tun sollte, dürfen sie mich auch gerne verbrennen, zerstampfen, zermahlen oder was auch immer sie bevorzugen. Ich werde jetzt die Kochvorbereitung kompilieren. Für die Beschaffung der Zutaten benötige ich deine Hilfe. Keine Problem. Gemasertes Fleisch. Okay. Habe ich anscheinend dabei, wenn ich das richtig sehe. Jo, mehr als genug. Können wir direkt abgeben dann. So, ist das noch? Gummiartiges Fleisch. Okay, ich muss noch gummiartiges Fleisch bringen. Habe ich das zufällig auch mit dabei? Ja, habe ich. So. Brauche ich noch irgendwas? Nee, das war schon alles. So. Was hast du jetzt zu essen bekommen? Was soll das? Ich dachte, da kommt jetzt, wer weiß was. Das ist nichts weiter als einfache Hausmannskost, die man überall in Mac-Baum kriegt. Der Geschmack ist mir irgendwie vertraut. Je mehr ich davon esse, umso mehr erinnert es mich an früher. Als ich klein war, hat mir meine Mutter das auch mal gekocht, um mich aufzuheitern. Essen ist nicht bloß eine physische Nahrungsaufnahme. Ein gut zubereitetes Gericht ist auch Nahrung für die Seele. Das ist sehr tiefgründig. Die Arbeit hat mich in letzter Zeit so eingenommen, dass ich mich von Fertigmenüs ernähren musste. Für die Seele war da natürlich nichts dabei. Ich muss mich geschlagen geben. Ihr habt mich satt gemacht und mir das Herz erwärmt. Dank euch habe ich viele Erinnerungen wiedergefunden. Keine Ursache. Bin froh, dass es dich glücklich macht. Der Dank gebührt dir und deine Hilfe bei den Vorbereitungen. Nur deswegen konnte ich die Frau überzeugen. Bitte nimm dieses Geschenk als Zeichen des Dankes an. Ah, mehr Rezepte. Das ist cool. Futter fürs Hirn. Die können wir Nianton, hieß der, glaube ich, weitergeben. Das sieht doch lecker aus, sondern auch gut für den Seelenheil. Nicht, dass ich irgendwie groß kochen würde oder sowas. Spezialauftragsprofi. Oh, habe wohl eine Menge schon gemacht. So, nächste ist hier die Treppe hoch. Hier? Hinter mir? Hinter mir. Die Treppe hoch. Ja, da. Ja, aber Essen ist wirklich nicht einfach nur, um sich besser zu, also um sich fitter zu fühlen, sondern wirklich auch einfach gut für die Seele. So. Ich konnte vor seiner Flucht noch einen Sender anbringen, aber das kann nicht sein. In dieser Richtung ist doch... Das ist nicht gut. Wir müssen das Sicherheitslevel in den Nachbarbezirken erhöhen und die Bevölkerung evakuieren. Entschuldigung, was ist hier passiert? Evan, du kommst genau richtig. Wir haben ein kleines Anliegen. Entschuldigung, das ist streng geheime Militärinformation. Kannst du dich einfach so preisgeben. Ein bösartiger Berserker-Golem ist aus seinem Geheimturm ausgebrochen. Wir befinden uns in einer Notsituation und du als Verbündeter solltest davon wissen. Wenn dieses Ding ausrastet, dann haben wir ein riesiges Problem. Ohne deine Hilfe schaffen wir das nicht, Evan. Okay. In der Wandelgrotte. Okay, hab's wahrscheinlich. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, was ist da ausgebrochen? So, was haben wir denn? Ein Berserker-Golem, eine Erfindung aus Mac-Baum, die mit Hilfe von Magie zum Leben erweckt wurde und Befehlen gehorcht. Eine Waffe, die unglaubliche Stärke besitzt. Sie wurde eingelagert, nachdem sie bei einem Experiment gewalttätig wurde.
kenne die. Hier öffnete die Lagertür und das Ding floh. Eine äußerst unangenehme Situation, nicht wahr? Das klingt gar nicht gut. Wo ist dieser Berserker jetzt? Nun, das ist Sahnehäubchen. Das Signal des Senders, an dem ich ihn angebracht hatte, ist in der Nähe einer Grotte abgebrochen. Und zwar bei der Wandelgrotte. Ein wahres Pulverfass voller Magie. Der Berserker braucht diese Magie um und ist bestimmt irgendwo tief im Inneren. Auch wenn wir Maschinensoldaten entsenden, werden wir den Kontakt zu ihnen in der Grotte verlieren. Mist, was soll man bloß tun? Ich werde gehen und den Berserker aufhalten. Evan. Mit den militärischen Kräften McBombs können wir den Berserker nicht aufnehmen. Wir brauchen deine Hilfe, Evan. Okay, wir machen das. So, dann da oben nochmal zwei. Und dann haben wir alle. Es dauert wirklich fast den ganzen Part, nur die Mission einzusammeln. So, hier hin. Und zur Ebene 2, bitte. Weil ich sagen muss, aus einem Grund finde ich MacBomb nicht so toll. Dieses ständige Piepen in der Nähe der Roboter, wo ich mir denke, das ist irgendwie so ein Störsound oder so. So, du? Muss ich direkt beginnen, den kurzen Prozess machen. Und zwar mit allen zur Verfügung stehenden technischen Mitteln. Das klingt gerade irgendwie nach einer, ja, Einsatzmission von der Musik her. So, Abstand nehmen, gleich die Strategie und auf neuronaler Ebene ausmerzen. Vielleicht auch Magie, aha. Kriegsstrategien einfach mal mitten auf der Straße, ne? Die Implementierung von Methoden zur Stressbewältigung und die Schaffung einer angemessenen Work-Life-Balance im Unternehmen. Könnte der Name einer Doktorarbeit sein. Work-Life, wie bitte? Jetzt darum, durch Beschäftigung wie Malen oder Sport einen Ausgleich zum Arbeitsalltag zu schaffen und so Stress abzureduzieren. Das habe ich bei Erba im Archiv gelesen. Hört sich an, das wäre dieser Ausgleich nur mit Gewalt zu erreichen. Warte mal, Malen oder Sport? Wieso sind wir nicht drauf gekommen? Wir hatten die Idee, die Stresszentren im Gehirn mithilfe von ARK-Technik zu bestrahlen und sie schlimmstenfalls operativ ganz zu entfernen. Ist das Ganze viel zu technisch angegangen? Typisch für uns. Ist halt nicht so leicht, den Beruf auszublenden, was? Oh ja, das kann ich voll nachvollziehen. Aber warum beschäftigt ihr euch überhaupt mit diesem Thema? Unsere Arbeit hier im Unternehmen ist mit viel Stress verbunden, weshalb es häufig zu Arbeitsausfällen kommt. Deshalb haben wir die AG Balance gegründet, um die zur Lösung dieses Problems beizutragen. Im Buch, in dem das Archiv stand, dass man sich außerhalb der Arbeit mit Dingen beschäftigen soll, die einen persönlich interessieren. Das soll für Abwechslung sorgen und Stress reduzieren. Oh, eine hervorragende Idee. Das heißt aber dann, dass jeder erst einmal herausfinden muss, was seine persönlichen Interessen liegen. Ich liebe es, wenn von mir entworfene Waffen frisch aus der Maschine kommen. Begas Fanat ein simpel und elegant geformtes Schwert hat hier, wie sie nur aus Abrakanit hergestellt werden können. Ich kriege nicht genug von Magie mit guter Leistungseffizienz. Und will wieder bei den Kriegsvorbereitungen der Arbeit wären. Wir kennen ja ansonsten ja nicht viel, obwohl wir hatten mal begonnen, Accessoires selbst herzustellen, aber außer Zahnräder und Schrauben bekommt man hier in Mechbaum kaum Materialien. Vielleicht können wir ja was besorgen. Evan, lass uns ihnen helfen, etwas Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Warum nicht? Sag mir nur, was wir brauchen. So, es gibt eine Muschel, die super gut als Accessoire geeignet ist. Sie heißt Lockmuschel und ist bei Frauen als Haarschmuck sehr beliebt. Okay, dann eine Lockmuschel. Und erstmal was trinken, damit ich wieder weiterreden kann. Ist hier zufällig irgendjemand, der sich Sorgen um Pflanzen macht? Du da? Moment, ich habe da irgendwas von Dünger erwähnt. Aha. Du kennst zufällig jemanden, der bei Pflanzen bestens Bescheid weiß. Okay. Okay. Das heißt, wir können dann gleich nochmal runtergehen und mit dem einen Katzbuckeltypen reden. So, und dann noch hier. Bis ich mich auch anstrenge, ich bekomme keine Muskeln. Oh, habe ich das richtig gehört, du Spargel? Wenn du willst, kannst du zu uns Piraten kommen, dann wirst du ruckzuck ein richtiger Kerl. Ja, was für ein perfekt definierter Bizeps. Ich habe meine eigene Trainingsmethode. In einem eigenzeigerichteten Raum im Tech-Hotel wird einem Spezialkurs für Muskelaufbau angeboten. In 7 Tagen zum Waschbrettbauch. So heißt es zumindest in der Werbung. Leider hat der letzte Kurs aber überhaupt nichts bewirkt. Für den Preis habe ich wirklich mehr erwartet. Brauchst du unbedingt da so dicke Muskeln?
Ich bin Bodyguard und wurde außerdem neulich zum Schildträger ernannt. Ein Händling wie ich macht einfach keinen guten Eindruck. Ich sag's dir, der Trick liegt in der richtigen Ernährung. Wirklich? Meinst du sowas wie Nahrungsergänzungsmittel? Na was? Ich werde Fleischjunge. Fettfreies Fleisch. Warte mal hier, ich werde dir welches besorgen. Ausnahmsweise. Evan, lass uns einen richtigen Gorilla aus diesem Burschen machen. Gut, wenn du meinst, aber ob es wirklich bloß am Essen liegt. Ich sag mal, Fleisch ist schon wichtig zum Muskelaufbau, weil Fleisch ist voller Proteine und du brauchst Proteine, um Muskeln aufzubauen. Ne? Hier, nimm mal eins. Ich habe 53 davon. Hier, Junge, fettfreies Fleisch vom Feinsten. Das sind die 3 F der Lust, des Luftpiratentrainings. Schreib's dir die Ohren. Okay. Wenn ich das regelmäßig esse, werde ich wirklich genauso aussehen wie du. Wie ich? Ach, ich glaube, ich habe hier ein kleines Missverständnis. Vom Fleischfressen allein wirst du nie so werden wie ich. Soll ich die ganze Zeit sagen? Vom Essen allein kann man doch nie. Du musst natürlich Milch dazu trinken. Milch? Fettfreies Fleisch und literweise Milch. Jeden Morgen zum Frühstück. Darin liegt das Geheimnis. Dann kannst du auch so werden wie ich. Ja, wir lassen uns Milch holen gehen. Hier, ich habe auch ein bisschen Milch noch dabei. Da, sauf. Milch macht müde Miezen munter. Damit kannst du das Fleisch, wenn du damit das Fleisch runterspielst, kannst du dich bald nicht mehr retten vor Muskeln. Ja, Milch ist auch proteinreich. Ich bin beeindruckt, dass ihr euch für einen Fremden so viel Mühe macht. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich fange jetzt sofort wieder mit dem Training an. Warte einen Moment auf mich. Moment, du darfst jetzt nicht falsch verstehen. Milch und Fleisch sind keine Wundermittel. Keine Sorge, ich mache neben dem Muskeltraining auch super Nährstoffabsorptions-Yoga. Wenn Milch und Fleisch tatsächlich so wirkungsvoll sind, werden wir das Resultat jetzt gleich sehen. Bis gleich. Okay. Leute hier im Mechbaum haben doch einen an der Waffel. Immer nur Resultate, Resultate und schnell, schnell, schnell. Tun wir trotzdem den Gefallen und warten eine Weile. Was? Okay. Wer bist du? Schön, dass ihr doch da seid. Was sagt ihr zu meinem neuen Selbst? Geralt, was ist mit dir passiert? Jetzt übertrieben, eindeutig. Dank deiner Ratschläge habe ich jetzt die Figur, die ich immer gewünscht hatte. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Nicht zu danken. Ich bin gespannt, was ich mit dieser Fleisch und Milch doch alles erreichen kann. Vielleicht sollte ich das Training auch mal probieren. Lass mal gut sein, Evan. Das altmodische Training ist eh besser für dich, glaub mir. Okay. Okay. Was auch immer ich mit dem gemacht habe. Komische Sachen. Ganz, ganz komische Sachen. So, gehen wir jetzt noch einmal zu dem einen Katz da hinten. Und sagen ihm, dass oben einer Probleme mit Pflanzen hat. So, wo warst du denn? So. Es geht über meine Straße. Ja, da will mit Bäumen die Luftverschmutzung bekämpfen. Man sollte viel eher ein Lungenbrotkraut anpflanzen. Okay, es filtert Schmutz aus der Luft, um sich davon zu ernähren. Das ist ziemlich praktisch. So. Man findet das wild wachsend im Fürchterwald in der Melanzani-Ebene. Okay. Dann darf ich da wohl dann nochmal was machen. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder nach Minneapolis zurück. Schnappen uns unser ganzes Geld und die Materialien. Und gucken dann mal. Joa. Was wir dann alles an Missionen machen. Oh joa, mit 26.000 können wir auf jeden Fall gleich wieder was gut investieren. Was ich jetzt auch, wo ich gerade das Lager hier sehe, auch mal machen möchte, ist gerne ein größeres Lager. Moment. Das war hier nicht. Hier, ne? Was haben wir denn erforscht? Oh, never mind. Da habe ich mein Lager. Da bleibt nur noch das hier. Wie auch immer ich das bekomme. Ich habe keine Ahnung. Moment, hier in der Gnuffi-Station können wir auf jeden Fall wieder ein Talent zuweisen. Dich habe ich ja nur reingeschmissen, weil ich das Trainingszentrum nicht hatte. Da.
Aber sie eignet sich sehr gut dafür. Oh, hier haben wir auch was fertig. Was haben wir denn hier erforscht? Nahkampfwaffenerforschung. Ah. Können wir irgendwas näher erforschen? Fernkampfwaffen oder effizientes Schmieden? Ah, ich brauche einen Meister für Schmiedekunst. Ich habe nur Experten. Sehe ich gerade. Okay. Dann nehmen wir die Fernkampfwaffen. So, da ist noch. Was haben wir hier noch? Ah, alte Pracht. Dann können wir da jetzt auch einiges mit erforschen. Sehr schön. Okay, einen Allround haben wir auch hier drin. Dann möchte ich als nächstes gerne Medium haben. Auch irgendwann wahrscheinlich im nächsten Part dann fertig ungefähr. Haben wir hier eigentlich schon alles erforscht? Ah, oh, die Selbstmedikation. Und nur Talent mit Kräutermischung. Ich habe auch sonst keinen hier, ne? Nee. So, dann das Trainingszentrum. Das wird wahrscheinlich eher auf der anderen Seite gemacht, ne? Oh, hier sind wir auch fertig. Was haben wir hier erforscht? Effizientes Forschen. Okay. Macht. Baukosten senken. Das ist schön. Kann ich das hier auch erweitern? Geld. Hier irgendwie ein Talent dafür. Wo kommst du eigentlich hin? Ach ja, Werkstatt und Atelier. Aber die waren... Wobei, das Atelier hätte ich noch hier genug Platz. Ach ja, ich kann gar nicht machen, während die am Forschen ist. Und die Werkstatt war voll. Da ist das Trainingszentrum. Und das kann ich auch bauen. Weil dann können wir da den einen von eben noch mit reinschmeißen. So. Den Pinscher, genau. Was kann ich hier so forschen? Oh. Das ist praktisch. Ich kann sogar instant erweitern. Mache ich auch dann. Müssen nur noch mehr Leute hier fürs Trainingszentrum finden. Und mehr EP auch im Einsatz. Schöne Sachen auf jeden Fall. Braucht da nur noch ein... Ja, dann packe ich Susi halt eben so lange mal eben hier rein. Damit ich das hier mal erforschen kann. Mehr Erfahrungspunkte nehme ich immer gerne. Haben wir sogar fast alle verteilt. Wer ist denn jetzt, der noch nicht irgendwo drin ist? Oh, Boris können wir abwerten. Abwerten? Aufwerten. Erstmal abwerten. Marina. Fischmarkt. Wait. Fischmarkt, 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 Fischmarkt. Das ist der hier. Natürlich auch da, wo Sören ist, ne? Hab aber nichts anderes erwartet. So, dann haben wir sogar alle Leute mal verteilt. Und überall nochmal so ein bisschen was erweitert. Gut. Dann im nächsten Part dann die Missionen. Da können wir in der Zeit dann, während wir dann Missionen machen, auch hier wieder gute Materialien und alles Mögliche sammeln. Huch. Wait, warum habe ich da... Ach ja, ich habe alte Pracht gelernt. Das wollte ja Scorpio haben. Okay, dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.